Hallo, grüß euch und willkommen in Joe's Vapezone. Heute geht es bei mir um den iJoy Capo. Der iJoy Capo ist ein Akkuträger, was mit einem 21700er Akku kommt. Er feuert bis 100 Watt. Er ist eigentlich ein schöner Mod, gell? Also er ist im Prinzip das Gegenstück zum Smog AL85 oder zum Pico. Ja? Nur der einzige Unterschied ist, dass er eben den 21700er Akku hat. Er funktioniert natürlich auch mit einem 20700er Akku und auch mit einem 18650er, wenn man einen Adapter dazu hat. Ja? Gut, ich denke mir, es gibt ihn in mehrere Farben, das sage ich euch im Nachhinein noch. Ich denke mir, wir schauen ihn uns kurz in der Detailansicht an. Ich zeige euch das Menü, wie es funktioniert. Das Positive, ich habe den iJoy Capo Squonker schon gezeigt, der was keinen Upstepper hat. Normalerweise, der hat ihn ja, so wie jeder andere oder die meisten anderen Akkuträger auch. Man kann Verdampfer draufschrauben, die was bis zu 26 mm groß sind, die was nicht überhängen. Ja. Gut, ich denke mir, ich will gar nicht viel mehr herumreden. Ich habe da meine kleine Spickliste, darum schaue ich den immer wieder her. Schauen wir uns in der Detailansicht an. Ich zeige euch, wie er kommt. Ja, zeige euch das Menü. Er hat ein Menü, was okay ist. Es ist selbsterklärend auch, es ist nicht kompliziert. Und dann nach sehen wir uns dann wieder. Gell? Also, bis gleich in der Detailansicht. Ciao. So, hallo, grüß euch und willkommen in der Detailansicht. So kommt der iJoy Capo 100. Ja, in diesen Karton. Schauen wir sich den Karton mal kurz an. Ja, wir haben vorne draufstehen, dass er eben bis zu 100 Watt feuert. Den 21700er Akku ist dabei, der hat eben 3750 mAh. Er hat ein 0,96 Zoll großes OLED-Display und er ist natürlich auch upgradebar. Oh mein Gott, das ist ein Wort. Ja, vorne haben wir noch draufstehen, dass er eben mit dem 21700er Akku funktioniert, eben mit dem 20700er und auch eben mit dem 18650er mit dem Sleeve, also mit dem Adapter. Da haben wir noch einen Scratchcode auf der Seite, eben um die Echtheit zu überprüfen. Hinten sehen wir, wie man ihn bekommt. Also es gibt ihn entweder eben mit dem 21700er Akku, dass der dabei ist, oder eben mit dem 18650er Adapter. Es gibt ihn dann natürlich auch noch mit dem Verdampfer im Set mit dem Captain. Ich habe mir leider ohne den Captain genommen. Mittlerweile bereue ich es. Ich hätte ihn gern probiert, den Captain. Aber mit dem Capo zusammen, aber jetzt ist es schon so. Ja? Gut. Ja, da steht dann noch drauf auf der Seite auf Englisch, dass das Produkt eben für Personen ist, die was älter sind als 18 und dass eben Frauen, die was schwanger sind, das nicht unbedingt benutzen sollen oder was mit der Brust eben stillen. So, packen wir nochmal aus, das gute Stück holen wir heraus. So, da ist er. Na, der geht aber schwer heraus. Hoppa, da haben wir dann noch ein USB-Kabel drin, eigentlich eh so wie überall. So ist der Akku drinnen, dann haben wir noch eben die Warranty-Card dabei und dann haben wir eben noch die Bedienungsanleitung. Schauen wir nur ganz kurz hinein, die Maße sind vom Mod eben 52 mm in dieser Breite. 78 in dieser Höhe, ja, also bis über den Akkudeckel und 28 in dieser Breite. Da haben wir noch die Maße vom Captain, aber den habe ich eben nicht dabei. Gut, was ist noch wichtig? Die Maße, wie gesagt, die 100 Watt wissen wir eh. Er hat einen relativ großen Feuerknopf. Das Batteriefach steht das eben oben dabei. Da haben wir es noch stehen, genau bis zu 26 mm hängt ein Tank nicht drüber. Ein Verdampfer, ja, normalen 15-Anschluss hat er. Er kann man Nickel, Titanium und Stahl kann man eben temperaturkontrolliert dampfen. Es gibt den Temperaturkoeffizienten, den kann man einstellen. Ja, Unique Custom User Mode, das heißt eben, dass man eine Kurve einstellen kann. Wie das ist und wie das funktioniert, zeige ich euch noch. Ja, und von 0,05 Ohm bis 3 Ohm funktioniert er, ja. Diesen Bereich kann man dampfen damit. Ja, und der ist upgradebar.
Gut, den Rest da hinten ist nicht so wichtig, den zeige ich euch im Menü. Gut, dann geben wir den Akku mal hinein. Na. Mit dem Plus nach unten hinein. Zugeschraubt. So, der 510er Anschluss ist der vergoldete, ist gefedert. Ja, und ich zeige euch jetzt mal das Menü ganz kurz. So, mit einem Dreiklick, also wir haben, okay, fangen wir zu Anfang heraus. Wir sehen heraus die Wattanzahl, die Ohm-Werte, die Ampere-Werte, die Volt, wie hoch man sie einstellt, im Puffer-Counter haben wir die Sekunden, wie lange man dampft, ja, was für eine Preheat-Funktion man einstellt und eben in was für einen Modus man ist. Mit einem Dreiklick geht man hinein, 1, 2, 3. Ganz oben haben wir gleich den Power-Modus, da können wir einstellen normal, eben wie man es eingestellt hat. Hard heißt plus 30%, Soft heißt minus 20% und da User, da haben wir eben unsere Leistungskurve, was wir einstellen können. Hier haben wir 6 Balken, die 6 Balken heißen eigentlich, leider sage ich jetzt mal, mir taugt das nicht so, pro Balken eine halbe Sekunde. Das heißt, wir können im Prinzip die Leistungskurve für 3 Sekunden einstellen und nicht länger. Ich finde es schade, weil manche Dampfen machen längere Züge als 3 Sekunden, sondern machen 4, 5 Sekunden. Bis 3 Sekunden kann man es einstellen. Ja? Wie man es will, mit dem Feuerknopf geht man weiter. Und wenn man dann das eingestellt hat, auf Exit draufdrücken und man ist draußen. 1, 2, 3 wieder ins Menü. Da haben wir dann einen Temperaturmodus eben mit Nickel, Titanium, 316 Stahl. Also Eisen, und da haben wir Memory Funktion 1 und 2 und die stellen wir eben, fixieren wir hier, ja, die geben wir hier ein, aber einstellen tun wir sie woanders. 1, 2, 3, einstellen tun wir sie hier beim Temperaturkoeffizienten reingehen und dann eben kann man es verstellen, wie man es haben will, mit dem Feuerknopf wieder runter, eben Memory Funktion Nummer 2, was man haben will, Feuerknopf hinunter, Exit und dann einfach Plus oder Minus drücken, man ist wieder draußen. So, und dann haben wir noch das Set. Set ist im Prinzip, heißt nur, hier kann man den Screentime einstellen, wie man haben will. Ja, Feuerknopf bestätigen. Und dann haben wir noch unseren Puffer-Counter, den was wir resetten können. 1, 2, 3. Braucht man nur drauf gehen und im Prinzip draufdrücken und der ist auf 0, aber meiner war jetzt schon vorher auf 0. Das war das Menü, es gibt eigentlich nicht viel. Was ich etwas schade finde, ich meine, ich benutze es nicht, aber ich denke mir, die, was es benutzen, werden es sicher schade finden. Im Power-Modus gibt es eben eine Leistungskurve zum Einstellen, im Temperatur-Modus gibt es diese Leistungskurve nicht zum Einstellen. Ja, ich finde es schade, gell? Also ich denke mir, wenn jemand Temperatur unterstützt, temperaturgesteuert raucht, dampft, dann würde er vielleicht eine Leistungskurve auch verwenden wollen einmal oder sie probieren wollen und das geht eben nur im Watt-Modus. Gut, das war es eigentlich, ja. Gehen wir wieder im Power-Modus irgendwo rein, benutze ich mir dann nachher. Ja, was kann ich euch noch zeigen? Gut, da haben wir einen USB-Anschluss zum Laden, wenn man es im Akkuträger den Akku ladet oder eben zum Firmware-Updaten. Hier unten haben wir dann noch unsere Entgasungslöcher. Ja, und das war's. Wir haben einen großen Feuerknopf, der was eigentlich unter Mod selbst liegt, der Akkuträger selbst liegt gut in der Hand. Das zeige ich euch dann aber noch. Ja, ich finde den Ganzen, im Großen und Ganzen eigentlich sehr schön. Mir gefällt eigentlich das Gwonka auch genauso gut und der normale genauso gut. Ja, gut, ich habe mir gedacht, das war's jetzt. Ich zeige Ihnen, wir sehen uns dann gleich wieder in der großen Ansicht. Da zeige ich euch dann, ich schraube dann ein, zwei oder zwei, drei verschiedene Verdampfer drauf. Und dann dampfen wir den ganz normal. Ja? Also, bis zurück in der großen Ansicht. Bis gleich. Ciao. Hallo und grüß euch. Zurück in der großen Ansicht. So, was gibt es zum Sagen zu dem Capo? Ich finde, er liegt gut in der Hand. Ja? Er ist ein schöner kleiner Akkuträger für unterwegs. Man kann ihn schön einstecken. Die Leistung bis 100 Watt ist okay. Ja? Braucht man, glaube ich, nicht mehr normalerweise für unterwegs. Ist der sehr gut zum Einstecken, habe ich aber schon gesagt. Verdampfer kann man kleinere und größere drauf. Ich habe jetzt zum Beispiel hier drauf den Omir Wasp Nano, ja, den RDDA. Zum Verdampfer schmeckt wirklich sehr lecker, passt gut drauf, ist nicht zu groß. Man kann aber auch noch zum Beispiel den passt farblich sehr gut dazu, zum Beispiel, weil ich Gunmetal habe, den Zeus.
sehr schön aus. Oder wenn man zum Beispiel auch, wie ich das auch mache, im MTL-Bereich unterwegs ist und hier dampft, den Aspire Mini, ja, der ist wirklich ein Nautilus Mini, sehr guter Verdampfer, ist schon älter, aber geschmacklich sehr gut, schaut auch sehr lieb darauf aus. Ja. Muss ich jetzt mit der Leistung etwas runtergehen, wenn ich den jetzt kurz dampfe. So. Ja, funktioniert. Super und wunderbar. Aber wir wollen ja jetzt. Es gibt ihn in mehreren Farben. Es gibt ihn in Schwarz, in Rainbow, in Gelb, in Silber, was habe ich da noch stehen? In Gunmetal, so wie ihn ich habe. Ja, gut, was gibt es noch dazu zum Sagen, was ich noch nicht gesagt habe? Meine kleine Schummelliste. Ja, die Ohm hat, habe ich euch gesagt, von 0,05 Ohm bis 3 Ohm. Ich wollte euch noch zeigen, die Akkus, genau, welche noch hineinpassen oder wie sie hineinpassen. Mit einem 5-Klick schaltet man ihn ab. Die Leistung, was er ausgibt, finde ich okay, ich merke keinen Fehler. Also jetzt hier haben wir den 21700er drin und wir können den 21700er drin und wir können aber auch einen 20700er hineingeben. Funktioniert genauso gut. Ja. Und das ist das Sleeve, mit dem kann man ihn auch betreiben. Gut, dann dampfen wir nochmal unser Nano mit dem Capo. Müssen wir wieder die Leistung verstellen, weil der Nautilus braucht ja weniger. Das Gute, was bei dem, was mir auch sehr gut gefällt, ist bei vielen anderen Akkuträger, wie zum Beispiel, da habe ich einen, beim Smog T-Drive sieht man die Volt. Nur wenn man den Feuertaster betätigt und dampft. Wenn man wieder weggeht, sind die Volt wieder weg. Hier sieht man im Prinzip gleich die Volt, was man einstellt mit dem Watt. Ja? Ich mag das. Ja? Also ich mag das sehr. Gefällt mir echt. Gut. Ja, das war es eigentlich schon zum Capo. Mein Fazit ist, er ist ein sehr schöner Akkuträger, mir gefällt er echt sehr gut, der liegt gut in der Hand, der Feuertaster ist, reagiert sehr schnell, wenn man drauf drückt, Entgasungslöcher sind unten, er hat, das habe ich euch noch nicht gesagt, genau, also er hat natürlich wie jeder andere geregelte Akkuträger alle möglichen Sicherungsfunktionen, also den Akku, dass er nicht zu sehr entladet, dass er nicht zu viel Ohm abgegangen wird, bei einem Kurzschluss, dass er sichert, also alle möglichen Sicherungsfunktionen, Sicherheiten hat dieser natürlich auch. Sonst gibt es jetzt eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Ich kann ihm empfehlen, ja, sucht jemand einen kleineren Akkuträger, Empfehlung raus von mir für den, ich mag ihn sehr. Ich habe den Smog AL85 auch gehabt, sage ich mal. Leider habe ich, ich habe ihn jetzt nicht mehr, weil ich nur Probleme gehabt habe damit. Ja. Also mir ist er dauernd beim Akkudeckel brennheiß geworden. Ja. Nach circa hat ein Monat gut funktioniert, nach einem Monat der Akkudeckel nach 4-5 Zügen immer brennheiß geworden. Ausgetauscht geworden, nächster AL85 wieder, ein Monat gut funktioniert, dann wieder angefangen, dass mir der Akkudeckel auf dem Rand brennheiß wird, dass ich mich verbrannt habe. Mich würde das interessieren, ob ich der Einzige bin, dem was das passiert ist, weil immer wenn ich in die Offline-Shops nachfrage, habt ihr Probleme gehabt, höre ich immer nein, nein. Wenn es euch oder irgendwem von euch auch so gegangen ist, schreibt es mir bitte in die Kommentare rein, es würde mich echt interessieren. So, gut, einmal dampfe ich noch. So, wenn euch mein Video gefallen hat, ein Daumen nach oben, ja, würde mir sehr gefallen, würde ich gerne sehen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert doch meinen Kanal und das war's eigentlich von mir heute. Habt einen schönen Abend noch, bei mir ist mittlerweile schon dunkel und wird schon finster, es wird schon, wie spät, 5:30, 6 am Abend. Habt einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Das war euer Joe aus Joe's Vapezone. Ciao, baba.